Ich brauche mehr Mineralien, um Treibstoff zu synthetisieren. Okay, jetzt haben wir hier wieder die Möglichkeit, auf Synthetisieren zu drücken. Ich mache das auch jetzt einmal. Der chemische Analysator war einer der Module, die beschädigt wurden. Ich bin gezwungen, blind zu arbeiten. Glücklicherweise habe ich ein Lager mit Mineralien übrig. Okay. Ich drücke mal jetzt hier hin. Es gibt drei Mineralientypen, Alpha, Beta und Gamma. Sie tauchen gemeinsam mit den Anomalien direkt nach dem Zwischenfall auf. Mich interessiert jetzt der Zwischenfall ein bisschen mehr. Warum will ich genau jetzt daran denken? Weil ich es wissen möchte, mein Lieber. Okay. Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Breached. Ich kann jeden Tag nur mit so einem Tagebucheintrag beginnen. Und deswegen würde ich sagen, wir drücken jetzt auch einmal hier auf Reaktor, weil ich es einfach wissen möchte. Steht da etwas mehr? Nein, Module. Module könnten wir... Ach, hier blinkt etwas, okay? Kognitive Kontrolle. Jedes Erwachen ist schwieriger als das zuvor. Ich habe den Neuroassistenten verbessert, damit er meine kognitive Aktivität misst. Meine Vitalzeichen und Energie werden jetzt auch angezeigt. Das sollte helfen. Ja, hier. Hier werden verschiedene Dinge jetzt außer der Temperatur jetzt auch, glaube ich, angezeigt. Ich drücke mal auf autonomen Modus. Was das ist, habe ich noch keine Ahnung. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Ohne chemischen Analysator wäre ich bereits tot. Ich habe ihn mit diesen merkwürdigen radioaktiven Mineralien gefüttert, da ich dachte, sie würden Energie enthalten. Der Analysator hat eine korrekte Formel berechnet und die Reaktion gestartet. Ich habe im Terminal ER-Markierungen angebracht, um mich zu erinnern. Am Terminal. Okay. Verbesserungen. Bei meinem ersten Kälteschlaf habe ich eine Menge Neuronen verloren. Ich werde mich mit dem Neuroassistenten verbinden, um die Funktion meiner Großhirnrinde zu verbessern. Ich werde den Panzerhautanzug die ganze Zeit übertragen müssen. Das wird schmerzhaft. Ich versuche mir das Ganze jetzt vorzustellen. Nicht wundern, wenn ich hier solche kurzen Pausen mache. Und hier blinkt noch ein neuer Plan. Schlechte Neuigkeiten. Der Elektro-Highway ist ausgefallen. Ich starte den Reservereaktor. Gute Neuigkeiten. Ich habe genug Treibstoff, um mehr als 1000 Tage im Energiesparmodus zu überleben. Mehr als genug. 1000 Tage sind ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Ich klicke mal auf Elektro-Highway, denn ich möchte wissen, was das ist. Der Elektro-Highway funktioniert noch. Fantastisch. Könnte dort draußen jemand überlebt haben? Vielleicht arbeiten die Maschinen aber auch nur im automatischen Modus weiter. Nun ja, solange mir Energie zur Verfügung steht, werden die Module und ich funktionstüchtig sein. Hm. Jetzt ist die Frage. Übrigens, ich habe auch herausgefunden, warum wir das letzte Mal die 30% übrig hatten. Wenn man bedenkt, dass eventuell in der letzten Map irgendwo doch ein Gamma-Mineralstoff gewesen wäre, wären die 30%, die wir das letzte Mal übrig hatten, dafür gedacht, um das Ganze in unserem Labor zu synthetisieren. Also das war so gesehen mein logischer Gedanke dabei. Denn ich kann ja nicht sicher sein, ob es nicht doch irgendwo einen Weg gäbe, zwischen den Anomalien oder an einer anderen Stelle dieses Gamma-Mineral erfarmen zu können. Also das weiß ich nicht, das kann ich ja zu 100% nicht sagen. Ich gehe mal ins Labor. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, noch nicht gelesen. Gedenkstab. Den können wir aber nicht hacken. Hier gibt es eine Zusatzinfo. Der Stab enthält den Datenschatten des letzten Gildenanführers. Der Stab wurde während des Gedenkrituals in einer Steinsäule platziert. Die Zeremonie konnte nicht beendet werden, weshalb der Stab noch immer hier ist. Ich kann ihn jetzt als Ersatzteil nutzen. Die Frage ist nur, Ersatzteil für was? Genau. Wenn wir so ein Gamma
Vorteil das letzte Mal gehabt hätten, hätten wir mit den 30% das Ganze noch synthetisieren können. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind wieder startfähig und da ich ein bisschen doch Angst vor den Anomalien habe, würde ich sagen, wir werden uns jetzt hier auf den Weg machen, da hier die Anomalien mittelmäßig sind. Hier gibt es auch 3 Rückgabepunkte und die Schlucht ist für mich noch immer ein bisschen schöner als ein Krater. Deswegen verbinde ich mich mal und wir sehen, was auf uns zukommt. Okay. Wieder ein bisschen umsehen. Ob es hier nicht gleich irgendwo in der Nähe etwas gibt. Okay, hier scheint es ein bisschen bewölkter zu sein, als wir es gewöhnt sind. Und wir müssen jetzt weiter auf Anomalien achten. Da oben sind sie schon, die Schweine. Da sind sie schon und warten. Ist das eventuell hier etwas? Nein. Es sind einfach nur Überreste von irgendwelchen Dingen. Oh nein, da kommt eine, die sich bewegt. Ich krieg die ärgsten Panikzustände, wenn ich sowas sehe. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Und wir können, wie gesagt, wir können nur nach vorne, so gesehen, uns ein bisschen bewegen. Und wir können nur rumgucken und stehen bleiben. Ich fahre mal hier hin. Einfach, weil ich es kann. Ich möchte wirklich, ich möchte keine... Was ist das? Das ist doch der Radioturm. Das ist doch der Radioturm, nur von der anderen Seite. Kann das sein? Denn diese Gebiete sind nicht unbedingt sehr, sehr weit voneinander entfernt, habe ich bemerkt. Okay. Also hier muss man, denke ich, auf ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Lust, in eine Anomalie reinzurennen. Denn wenn eine hier auf uns zukommt, dann gibt es ja hier wenig Spielraum. Ich fahre mal hier ein bisschen nach oben. Okay. Ich werde jetzt auch ein bisschen ruhiger sein, damit wir das ein bisschen mehr genießen können. Gibt es dort einen Weg nach oben zu diesem Radioturm? Hier ist ein weiteres halbes Stargate. Es gibt, nicht vergessen, auch hier 3 Rückgabepunkte. Oder Rückgabeorte. Was mir aufgefallen ist, ist, dass unser Char nicht unbedingt mit uns über den Zwischenfall, über den sprechen wollte. Also er wollte das nicht unbedingt. Das ist mir aufgefallen. Aber es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben zu erfahren, was da passiert ist. Ansonsten bringt das Ganze uns ja nichts. Okay, ich glaube, die roten Stargates, die funktionieren nicht. Oder habe ich jetzt gerade nur eine Runde gemacht? Nein, das Ganze sieht ein bisschen anders aus als das davor. Ja, ich werde langsam so ein bisschen, ich denke immer unlogischer. Was ist denn das? Oder ist das nur ein... Ja, das ist nichts Interessantes. Also hier kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Dennoch muss... Ach, da oben muss es auch lang gehen. Wenn da oben eine Anomalie ist, dann muss es dort auch lang gehen. Und hier ist der 2. Rückgabepunkt. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ist zwar nicht meine Absicht, aber... Ich glaube... Moment. Da ist ein Symbol auf dem Ding. Da ist ein Symbol. Es muss doch einen Weg dort nach oben geben, oder?
Bis dato habe ich jetzt nicht gesehen, was man einsammeln hätte können. Unsere Drohne, die scheint ja auch, wie gesagt, mit Sensoren ausgestattet zu sein. Aber jetzt Achtung. Achtung, Achtung. Wo könnte man hier hin? Einfach weg. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Nach vorne? Ich möchte nicht allzu schnell mich bewegen, sonst riskiere ich hier noch irgendwie meinen Hals oder so. Übrigens, ich habe mir vergessen durchzulesen, wie es hier um das Klima auf diesem Planeten steht. So, hier sehen wir noch... scheinen auch Überreste von irgendwas zu sein. Also es scheint nicht komplett zu sein. Jetzt ist die Frage, wie ich dort irgendwie weiter nach oben komme. Ich glaube, der Schwerpunkt hier ist, dass man... Okay. Was ist? Es ist eine... Es ist eine Anomalie in der Nähe. Nur wo? Links, irgendwo. Ich kann sie hören. Hier ist irgendwo irgendwas. Ungefähr von da. Aber hinter der Wand wird doch nichts sein. Okay, das Bild wird immer schlechter. Es ist ja ein Weg nach oben, endlich. Endlich ein Weg nach oben. Und mich trifft gleich der Schlag. Weil hier anscheinend irgendwo irgendwas ist. Aber da, wo irgendwo eine Gefahr ist... Da oben. Da ist sie. Schaffen wir das? Hier vorbeizufahren, ohne dass irgendwas passiert? Sehr, sehr blöd gerade. Hier ist... Oh, hier ist eine ganze Gruppe von denen. Alles klar, alles klar. Kommen wir hier irgendwie weiter? Zu irgendwas? Also ich denke mir mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Ist das ganze Ding etwa irgendwie... mit denen bestückt oder wie sieht das aus? Oh oh. Okay. Keine Mineralien auf jeden Fall. Also, das würde mir ja angezeigt werden. Dort auf der anderen Seite. Mann, ich will das ein bisschen näher betrachten, ja? Aus der Nähe, ne? Dort hinten. Also, ich habe das Gefühl, dass dort irgendwas ist. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dahin? Ohne zu sterben, natürlich. Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Genau, ich muss dorthin. Ich muss dorthin und über die Brücke irgendwie rüber. Okay, das ist aber jetzt im Moment gut, weil ich lerne... nicht in Panik zu geraten mit denen. Sie sind da. Ich muss mich nicht allzu sehr von ihnen entfernen. Und hier ist ein Schiff. Ich weiß. Hier gibt es sehr viel Logik. Hier ist ein Schiff. Da unten scheint auch etwas zu sein. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. So, stopp. Dass die so eine Reichweite haben, das ist auch ein bisschen unglaublich gerade. Ich frage mich, ob da eventuell nicht der Weg dorthin ist. Ich lasse mich da jetzt mal hinfallen. Okay, mir wird nichts an... Boah.
wird nichts angezeigt. Ich muss hier oben irgendwie lang. Hier nach oben. Hier rein kommen wir auch nicht. Nein, das wird nicht funktionieren. Das muss aber irgendwie doch gehen. Es muss irgendeinen Weg geben, wie ich hier nach oben komme, ohne dass mir irgendwas passiert. So ist doch das Spiel aufgebaut. Oder irre ich mich gerade? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Ich muss aber aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht in irgendwas hineinlaufe. Ich komme da nicht hoch, oder? Nein. Ich möchte auch nicht im Kreis herumfahren, das wäre ja Zeitverschwendung, aber... Ist das etwas Neues? Ist das etwas Neues hier vor uns? Einfach mal gucken. Anders werden wir sowieso nicht herausfinden. Sehr leer hier gerade. So eine große Fläche ist mir auch ein bisschen... Aha, wir sind jetzt hier bei diesem Türmchen. Einen Weg hier nach oben gibt es nicht, denke ich mir mal, oder? Nein. Also ich glaube nicht, dass das auf diese Art und Weise funktionieren wird. Also ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche versteckten Wege gibt, die uns auf diese Art und Weise irgendwo hinführen würden. Also ich glaube nicht, dass das Spiel so funktioniert. Für so gemein halte ich die Entwickler ja nicht. Ich fahre mal hier durch die Mitte. Mir ist schon klar, wir müssen irgendwie einen Weg nach oben finden. Wir haben ja schon eine Möglichkeit gesehen, dass das überhaupt geht. Was ist? Anomalie oder was? Ich sehe nichts. Ich glaube, das kommt von oben. Ich glaube, das kommt von oben. Nur wir können da nicht hingucken, also nicht hinsehen. Okay. Ich stelle mich mal hier auf den Hügel hin. Ich habe das Gefühl, dass wir eventuell von hier aus mehr sehen können. Sieht richtig aus. Also es sieht nicht unbedingt falsch aus. Sagen wir es mal so. Hm, das hier sieht mir nach irgendwelchen Mineralien aus. Wie komme ich jetzt hier hin? Etwa hier lang? Hier und dann links. Ich hoffe. Sicher gehen kann ich ja natürlich auch nicht. Aber es kann ja schon gut möglich sein, dass man sich hier doch ein bisschen rumspielen muss. Auf diese Art und Weise. Genau hier so. Uiuiui, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Du darfst gerne hier rumfahren. Okay. Sieht richtig aus. Und jetzt einfach irgendwie einen höheren Spot suchen.
um einfach zu sehen, wo was ist. Darf ich Angst haben? Es scheint nicht falsch zu sein, wo wir hier gerade sind. Was ist das? Ist das eine Brücke? Von wo sind wir jetzt gekommen? Ich habe die Orientierung jetzt verloren. Es ist auch sehr einfach, die Orientierung hier zu verlieren. Wo gelange ich denn, wenn ich jetzt hier lang gehe? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es ein schöner Platz, um einen Cut zu machen. Ich weiß, es ist nicht sehr aufregend hier, aber wie gesagt, ich muss hier auf diese Anomalien achten und ich konzentriere mich auch auf das, was ich höre. Das bedeutet, ich kann in dem Moment nicht viel zu sehr überhaupt sprechen, sonst merke ich nicht, ob ich irgendwo was höre oder da hinten. Das sieht mir nach irgendwas aus, was wir brauchen können. Und da werden wir uns im nächsten Part auf den Weg machen. Also, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!